Er ist Russe. Deserteur? Es ist ein Überläufer. Es gibt viele wie ihn. Er gewagt, mir zu folgen. Ich konnte also mit philosophischer Gelassenheit in die heuchlerischen Schurkengesichter der Memmen sehen, die angesichts meiner Anormalen und der Übertreibung zurückziehen. Ostende gegen die englische Seemacht erhoben, die sie auszuhungern drohte. Ich klage die Behörden an, die auf die Menge geschossen haben, während das Ostender Bürgertum damit beschäftigt war, zu baden. Ich verurteile, wie einst Jesus... ...die Sektoren an, die mit roten Händen das empfindliche Fleisch der armen Kreaturen martern. Meister der Darstellung unserer nationalen Bosheiten hat bei mir tiefe Spuren hinterlassen. Der Bräugel der Kardinäle mit Vogelschnäbeln, der unfähigen Ärzte, der aufgedunsenen Rechtsvertreter und der absonderlichen Vogelgestalten. Dieser Bräugel hat den Christus inmitten der Menschen eines materiellen und fleischgewordenen Belgien gezeigt. Frieden, sie sind sorgfältig ausgeführt und vermitteln den Eindruck der Moderne. Es ist an meiner Seite gereift wie dem blieb das Blut in den Adern stocken. Ausgespieltes Volk. Manche haben das Bild als Nachhall der ersten Demonstration für das allgemeine Wahlrecht empfunden, die von der Arbeiterpartei 1886 in Brüssel organisiert worden war. Ich bring dich doch raus. Mutter, meine Schwester, meine Großmutter. Den Flamen rufe ich zu, es lebe Jesus, König der Belgier. Den Wallonen, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, es lebe der Senf und runter mit der Priesterkappe. Ich verfluche Amtsgewalt und Befehle. 1989 nimmt direkt den Pointillismus des Monsieur Seurat aufs Korn. Der hatte 1887 auf der Ausstellung der 20 seinen Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Jatte vorgestellt. Stutzer in Flanellhosen krabbeln im Sand herum, gärtenschlanke Engländerinnen trippeln spröde und so weiter. Baden und verabscheuen die Malerei. Schaffen eine deutliche und frische Sprache, die fest mit schallenden Adjektiven bestückt ist. Die 1888, der Einzug Christi in Brüssel im Jahr 1889, Skelette im Streit um einen sauren 1888, Masken 1889, der Sturz der rebellischen Engel. 1888, Masken verschwunden im Brüssel im Jahr 1889, der Sturz der rebellischen Engel. 91, Skelette im Streit um einen sauren rebellischen Fischschreiber. Selbstgefällige Aufgeblasenheit provoziert das bittere Ende. Zu platzen wie besagte Kröte. Ensor ist ein Verrückter.